Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Die PlayStation VR 2 ist ein Jahr alt geworden und wir hatten im ersten Jahr mit der PlayStation VR 2 auf jeden Fall viel Spaß. Es sind viele gute Spiele rausgekommen. Gran Turismo 7, Call of the Mountain, Synapse, Resident Evil 4, Resident Evil 8 und viele andere Spiele. Anlässlich des Geburtstages hat Sony einen PlayStation Blog-Artikel veröffentlicht und damit auch ein paar neue Spiele angekündigt und eine Sache angekündigt, von der ich sehr überrascht war. Das gucken wir uns jetzt hier in diesem Video an. Die PlayStation 5 hat jetzt so ziemlich die Mitte ihres Lebenszyklus erreicht. Ich glaube, wie gesagt, fest daran, dass eine PlayStation 5 Pro kommen wird und hoffe dann, dass die auch nochmal so einige Verbesserungen für die PlayStation VR 2 bringen wird. Die PlayStation 4 Pro hat damals auch einige Verbesserungen gebracht. Bessere Framerates, bessere Auflösungen. Vielleicht brauchen wir dann bei der PlayStation VR 2 nicht mehr diese Reprojection, diese Zwischenbildberechnung, die ja teilweise echt nicht schön ist. Da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. So, Sony hat also diesen PlayStation Blog-Artikel hier rausgebracht und wir gehen jetzt hier einfach mal zusammen durch. Das erste Spiel, was sie angekündigt haben, ist The Wizards Dark Times Brotherhood. Das ist ein Spiel, welches schon länger auch auf dem PC zum Beispiel erhältlich ist. Ich habe damals den ersten Teil gespielt, The Wizards hieß ja einfach nur, war ganz nett gewesen, war eine reine Singleplayer-Erfahrung. Man ist irgendwie so als Magier halt unterwegs, kann so Zaubersprüche abfeuern, Gegner abschießen und halt bekämpfen. Dann kam der zweite Teil raus, The Wizards Dark Times. Und der hat sich dann auch nochmal stark weiterentwickelt. Der hat dann ein großes Update bekommen, nämlich dieses Brotherhood Update, mit dem man das Spiel auch im Koop-Modus spielen kann, mit bis zu 3 Spielern. Das sieht auf jeden Fall erstmal sehr interessant aus, ist auch sofort erschienen gestern. Und das sieht doch hier auf den Bildern schon mal ganz nett aus. Ich zeige euch auch gleich noch den Trailer. Wir haben auch schon einen Key bekommen von dem Spiel, werden wir die nächsten Tage also auf jeden Fall auch mal reingucken. Can you feel it? The light fades. The shadows draw close. I know what it means to take risks and the price that comes with them. Are you ready to pay that price? We have company. This is going to be amusing. Stand back now. This spell will do quite nicely against anyone standing in your way. The shadows draw close. Come, come. Das nächste Spiel, Wanderer, The Fragments of Fate. 2021 haben wir Wanderer auf dem PC gespielt und es war für uns 2021 das VR-Spiel des Jahres, muss man einfach mal so sagen. Es hat eine sehr gute Grafik gehabt, es hat eine tolle Geschichte, es ist ein Zeitreise-Adventure. Die ganze Aufmachung, Präsentation, es war total gut, tolle Rätsel, es hat einfach Spaß gemacht. Und Wanderer The Fragments of Fate ist sozusagen eine erweiterte Version oder ein Remake, Remaster, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall eine erweiterte Version. Sie haben Locations komplett überarbeitet, generell die Grafik komplett überarbeitet, neue Spielmechaniken eingebaut, neue Locations. Also ich glaube, das setzt nochmal der Ursprungsversion nochmal eine ganze Schippe drauf. Und wenn ihr gleich den Trailer seht, vergesst nicht die letzten paar Sekunden euch anzugucken, denn da teasern sie auch gleichzeitig noch den zweiten Teil, Wanderer 2. Anscheinend in einem Piraten-Setting. Sieht auf jeden Fall erstmal sehr interessant aus. Freue ich mich drauf. Also das wird mit Sicherheit sehr cool. Hier ist der Trailer. Das Spiel kommt am 27. Juni raus. Das haben sie jetzt auch bekannt gegeben. Da können wir uns alle drauf freuen. That's us. Question is, how in hell's name did we end up in this dilemma? Well, running from the roosters certainly wasn't on my bingo card. But sometimes the only way forward is back.
Let me explain. It begins with you inheriting me, a time-bending watch. Unfortunately, you've also inherited a rather hefty burden. Essentially, you have to save the entire human race. That old chestnut. Problem is, time is complicated, and we're not the only ones tangled up in this mess. We've got our work cut out for us, but there are a few things you should know. Firstly, we can travel through time whenever we please. To the good, the bad, and sometimes the downright ugly. Everywhere we go, we become someone else from that time and place. It helps us blend in. And most importantly, we can take anything we want with us, wherever we go. That's it. Easy, right? Like I said, sometimes the only way forward is back. Oh, and hey, one last thing. Little Cities erscheint am 12. März für die PlayStation VR 2. Little Cities haben wir vor 2 Jahren knapp gespielt gehabt auf der MetaQuest. Und es ist eine niedliche kleine Little Städtebausimulation. Es hat nicht den Umfang von einem Cities VR oder SimCity, City Skylines. Den Umfang hat es definitiv nicht. So viele Möglichkeiten hat es nicht, zumindest damals die Version, die wir gespielt haben. Seitdem hat das Spiel sich enorm weiterentwickelt, es sind mehrere DLCs rausgekommen und die sind jetzt hier in dieser Version alle mit inklusive. Außerdem gibt es 120 Hertz nativ, hat der Entwickler mir versprochen. Da können wir gespannt sein. Adaptive Trigger etc. wird auch alles unterstützt. Also das wird mit Sicherheit ein sehr cooles Städtebauspiel, da können wir uns drauf freuen. Erscheint wie gesagt am 12. März und hier ist der Trailer. Das nächste Spiel ist Zombie Army VR. Das kam für mich dann doch auch recht überraschend. Rebellion hat da ein neues VR-Spiel angekündigt. Zombie Army ist eine beliebte Shooter-Reihe in Flat, die es schon länger gibt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Teile es gibt. Spielt irgendwie zur Zweiten Weltkriegszeit so. Und
Man muss Zombies abschießen. Das Besondere ist, man kann das Ganze auch im Koop-Modus spielen. Und das stelle ich mir ziemlich lustig vor. Könnte wie so eine Art Arizona Sunshine vielleicht werden. Sieht auf jeden Fall erstmal ganz cool aus. Ist auch ein Multiplattform-Titel, kommt also auch für andere Plattformen. Hier ist der Trailer von Zombie Army. Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, nur 2024. Kein neues Spiel, aber neuer Content für Arizona Sunshine 2 wurde angekündigt und der erste Content davon ist auch schon direkt erschienen, und zwar der Hund, den ihr hier im Hintergrund seht, den könnt ihr jetzt als euren Buddy auswählen und dann mit dem das Spiel nochmal durchspielen. Und dann erscheinen jetzt die nächsten 3 Monate Horde-Maps für den Horde-Modus, und zwar im März erscheint der Trailer Park, im April Undead Valley und im Mai die Old Mines Map. Also da kann man dann nochmal im 4-Spieler-Modus, im Horde-Modus dann zusammen die neuen Maps ausprobieren. Das nächste Spiel ist Soul Covenant, das 2024 erscheinen soll. Es ist ein Action-Rollenspiel. そう、それは俺たちは屍になっても戦える。機械生物が東京を廃墟に変えた。中枢である人工知能アダムがもともと真の世界平和を目的に作られた。そして神の機能を代行しようと考え出した。アダムが考える神の機能とは異譜の対象、 つまり圧倒的な恐怖だ。倫理計画の目的は救世主メシアの復活。その器があなたの肉体なのです。お前は一人じゃない。握ったその手の中に俺がいる。私もいないところで死んだら殺すからな。次が最後の命令だ。 Grafik sieht jetzt nicht unbedingt nach AAA-Niveau aus, aber vielleicht wird das Spiel ja trotzdem ganz lustig. So, das waren die Spiele, die jetzt angekündigt wurden. Und dann kam halt noch die große Überraschung, nämlich hier oben in dem PlayStation-Blog. Hier, ich habe es euch schon markiert. Ich lese es euch mal vor. Außerdem freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir derzeit die Möglichkeit für PlayStation VR 2 Spieler testen, auf zusätzliche Spiele auf dem PC zuzugreifen, um zusätzlich zu den über PS5 verfügbaren PlayStation VR 2 Titeln noch mehr Spielvielfalt zu bieten. Wir hoffen, diese Unterstützung im Jahr 2024 verfügbar machen zu können. Bleibt also auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten. Das habe ich dann doch sehr überrascht. Also Sony plant offenbar, die PlayStation VR 2 PC VR kompatibel zu machen. Wie sie das genau machen wollen, das haben sie jetzt hier noch nicht gesagt, nur dass sie aktuell die Möglichkeit irgendwie testen. Nun gibt es ja eine Firma, die schon seit Release der PlayStation VR 2 versucht, die PlayStation VR 2 am PC zum Laufen zu bekommen. Es ist ja leider nicht so, dass du die PlayStation VR 2 einfach nur reinsteckst in den PC, hat ja einen USB-C-Stecker und dann läuft das Ding.
Das ist nämlich leider nicht so. Also die Firma hat es dann auch irgendwie geschafft, dass die PlayStation VR 2 am PC läuft. Allerdings auch wirklich nur zum Teil. Und sie haben irgendeinen Hardware-Adapter dafür gebaut. Irgendein kleines Gerät, was benötigt wurde, um die PlayStation VR 2 zum Laufen überhaupt zu kriegen. Also, was plant Sony? Gibt es dann vielleicht auch einen Adapter, mit dem man dann die PlayStation VR 2 an den PC anschließen kann? Oder wird es vielleicht eine Streaming-Lösung geben, wo du dann aber trotzdem noch deine PlayStation 5 brauchst? Denn sie wollen ja vielleicht nicht die Abhängigkeit an die PlayStation 5 verlieren. Stellt euch so eine Softwarelösung vor wie Virtual Desktop. Leute vom PC kennen Virtual Desktop. Da läuft ein Teil des Programms läuft auf dem PC, um dann das Bild an den anderen Teil des Programms, in dem Fall dann wahrscheinlich auf der PlayStation, zu streamen und dadurch dann Zugriff auf die PC-VR-Bibliothek zu haben. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht so richtig. Ich kann mir halt eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass sie die Abhängigkeit zur PlayStation 5 irgendwie so komplett aufgeben werden. Weiß ich nicht. Man sagt ja immer, dass Sony Geld macht mit den Software-Titeln und nicht mit der Hardware. Das heißt also, wenn sich jetzt Leute nur eine PlayStation VR 2 kaufen würden, um sie am PC anzuschließen, würde Sony daran nichts verdienen. Also würde es mich eigentlich ehrlich gesagt wundern. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Wenn ihr da irgendwelche Ideen zu habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Was glaubt ihr, hat Sony da genau vor? Und wie findet ihr das? Also vielleicht machen sie auch wirklich einfach nur einen Adapter, oder vielleicht schaffen sie es auch ohne Adapter, die PlayStation VR 2 am PC zum Laufen zu bekommen, und sehen das dann einfach als zusätzlichen Kaufanreiz für viele, sich eine PlayStation VR 2 zu kaufen, weil sie halt die Möglichkeit haben, zwei Bibliotheken zu nutzen, die auf der PlayStation 5 und die am PC. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es mir echt noch nicht so richtig vorstellen. War auf jeden Fall erstmal sehr überraschend für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass Sony da irgendwie den PC mit ins Boot holt. Wie findet ihr das? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das soll es gewesen sein von diesem kleinen News-Video hier vom PlayStation VR 2 Geburtstag. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst dem Video wie immer ein Like da, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.